Ja, vorab, bevor das Video anfängt, erstmal natürlich herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und ihr seht, ich bin wieder alleine hier. Deswegen melde ich mich auch gerade nochmal, bevor es richtig losgeht. Und zwar ist es heute nochmal so, dass ich alleine im Video bin. Das liegt daran, dass Philipp heute den ganzen Tag auf der Messe ist. Und also heute ist Mittwoch und das Video kommt ja Mittwoch online und Philipp ist den ganzen Tag auf der Messe. Und ich mache das jetzt gerade eben noch fertig, das Video. Und deswegen bin auch leider diesmal wieder nur ich hier. Aber es werden wieder Videos kommen, wo wir da sind. Also keine Sorgen machen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. So. Und ja, jetzt geht's aber richtig los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Appetit. Und ja, vielleicht inspiriert es euch ja. So, ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Rezept. Ein, sag ich mal, Protein-Nachtisch. Dafür braucht ihr Obst. Ich habe jetzt die ganz volle Variante, nämlich schon fertig geschnittenes und gefrorenes und in so Beuteln verpacktes Obst. Ihr könnt natürlich auch frisches nehmen, das empfehle ich euch auch mehr. Dann braucht ihr Proteinshake-Pulver. Da habe ich jetzt so eine Beerensorte, die schmeckt mir sehr gut. Magerquark und fettarme Milch. Außerdem braucht ihr zwei Gefäße zum, hier das zum Pürieren und das zum Verrühren von, also von der Quarkspeise sozusagen und hier zum Pürieren vom Obst. Und dann habe ich hier noch solche coolen Schüsselchen, die sind eigentlich so für irgendwelche Sachen im Ofen, so, die sind so feuerfest. Aber da richte ich das an. Die sind auch von der Größe und von der Form her ganz schön. Ja, und vor allem sind die schön aus Glas, wo man dann, sage ich mal, in Schichten den Nachtisch so da reintun kann, dass es dann auch schön aussieht. So, ich mache jetzt von der Menge her wahrscheinlich erstmal für 500 Milliliter. Dann muss ich mal gucken, was hier draufsteht. Sonst mache ich mir nämlich immer 300 Milliliter Flüssigkeit und 30 Gramm Pulver. Also praktisch ein gestrichener Löffel, also 10 Gramm pro 100 Milliliter. Und ich nehme jetzt einfach mal 5 Löffel. So. Das ist der spezielle Löffel. So, jetzt kommt der Quark dazu, den habe ich schon aufgemacht. So, ich habe jetzt ungefähr einen halben Becher Quark dran. Normalerweise, wenn ich mir das als Proteinshake mache, dann nehme ich entweder nur Milch oder ganz wenig Quark, da, weil ich mag das, wenn der Shake ein bisschen, sag ich mal, dickflüssiger ist. Aber jetzt soll es generell ja als Nachtisch dickflüssig sein, deswegen habe ich jetzt so viel genommen. Und jetzt fülle ich hier bis zur 500 ml-Linie mit Milch auf. So, normalerweise als Shake wird das natürlich in Mixer oder so getan, aber ich mache das jetzt einfach hier mit dem Schneebesen. Und ihr seht schon, das wird rosa. Huch, jetzt habe ich gematscht. Das Pulver war ja ein bisschen farblos bis hellbraun-beige, aber wenn das mit Milch verrührt wird, dann wird es rosa. Und ja, ich brauche jetzt hier noch ein Stückchen, ehe das dann eine Masse wird. Und wenn es soweit ist, dann sehen wir uns wieder. So, wir haben jetzt hinten eine Masse und ich habe hier schon den Becher für das Obst hingestellt, was püriert werden muss. Und ich fülle das jetzt einfach mal da rein. Mal gucken, wie viel in einem Beutel sind, also im Verhältnis zur Größe des Bechers. Also das ist jetzt eine Portion. Und ja, ich würde sagen, ich püriere erstmal eine Portion und dann gucke ich mal, wenn ich das in die Schälchen dann fülle, wie viel das dann wirklich ist, also wie viel ich dann brauche. So, und das wird jetzt püriert. So, das Obst sieht jetzt natürlich lustig aus. Dadurch, dass es gefroren war, hat sich das jetzt zu einer Masse, die hier oben so feststeckt, verbunden. Aber ich denke, das geht trotzdem. Also das ist ja jetzt, sage ich mal, nichts Schlimmes. Und ja, ich werde es jetzt mal anrichten. Mal gucken, für wie viel das jetzt hier reicht, also von der Menge her.
So, das sieht auf jeden Fall schon mal echt gut aus, finde ich. Huch, ich halte das hier gar nicht in die Kamera. Und jetzt kommt noch mal eine Schicht von dem Proteinquark drauf. Und ich hoffe, dass man dann trotzdem am Rand noch was von der Frucht sieht. Ansonsten machen wir das ein bisschen anders. Überlege ich mir noch mal was. Aber es sieht, also ich finde, es sieht unglaublich schmackhaft aus. Und ich könnte mir vorstellen, man kann das genau so auch in den Gefrierschrank stellen. Dann hat man so ein schönes Eis mit zwei Schichten. Weil dann hier oben praktisch diese Stücken sich nicht auflösen. Da müssen wir eh mal beobachten, wie sich das verhält. Auf jeden Fall kommen da jetzt erstmal, also das ist jetzt praktisch die Probeportion, kommen da jetzt nochmal Proteinquark drauf. So, ihr seht hier ein kleines bisschen was, was rausguckt und hier drüben. Das läuft auf jeden Fall schön an. Aber man sieht jetzt nicht so viel. Ich lege jetzt noch was oben drauf und dann ist das erstmal die erste Probeportion mit solchen Schichten, also wo das so funktioniert. Und ich habe auch überlegt, ob ich beim nächsten Mal unten vielleicht das Obst hinmache, ob das vielleicht besser aussieht. So, der Probenachtisch ist fertig. Ich glaube, ich mache erstmal ein Foto und dann geht's weiter. So, Nummer 2. Man sieht es hier unten noch ein bisschen. Auch auf der anderen Seite. Und wenn man das jetzt von ganz unten angucken würde, würde man auf jeden Fall auch was sehen. Also ist jetzt die zweite Version. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal weiter. Das ist Nummer 3. Ich habe das jetzt einfach wegen der Optik mal so angeordnet. Wenn man es isst, kann man es ja dann auch so rüberwärts essen, sage ich mal. Ja. Und der Klecks hier sieht übrigens sehr cool aus, finde ich. Ich stelle gerade fest, dass es hier oben manchmal nicht scharf stellt. Ich hoffe, das war bis jetzt nicht so schlimm. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Unglaublich kreativ, aber optisch schön. Also, das gefällt mir wirklich. Und jetzt ist es sogar scharf gestellt. Ja, eine Nummer 4. Mal gucken, wie viel ich jetzt noch hinbekomme. Es ist ungefähr ähnlich so von dem, was jetzt noch da ist. Also muss ich jetzt auch nicht nochmal irgendwie Obst pürieren oder nochmal sowas von dem Quark anrühren. Ich denke mal, wenn dann von allem was übrig bleibt, esse ich das jetzt einfach dann noch auf. Ja, und eine unglaublich kreative Nummer 5. Ich bin total vollgematscht, wo man unten gar nicht mehr so viel sieht. Ich bin mir nicht sicher, wie, ob ich das jetzt hier glatt kriege und wenn ja, wie. Ich denke mal, das verläuft noch. Ich mache jetzt einfach noch ein paar Bilder und dann würde ich sagen, sind wir hiermit fertig. Diese zwei wirklich fotogenen Portionen habe ich jetzt einfach mal in den Kühlschrank getan, damit die genau so bleiben, wie sie sind. Ja, und die anderen drei kommen in den Kühlschrank und verzehrt wird später, weil ich möchte, dass sie ein bisschen kalt stehen und noch ein bisschen fest werden. Und jetzt folgt der Geschmackstest von einem aus dem Kühlschrank. Ja, bei dem im Gefrierschrank bin ich mir noch nicht sicher, ob es durchgefroren ist, deswegen wird es später probiert. Und ja, ich koste jetzt einfach mal. Also, der Quark ist schön fest geworden. Jetzt probiere ich mal Quark mit Obst. Okay, ich habe nicht so viel Obst erwischt. Die Kombination ist richtig geil.
Das Obst an sich schmeckt total lecker. Und die Kombination ist super. Und ihr seht jetzt natürlich, da unten hat sich Flüssigkeit gebildet, also es ist ja jetzt geschmolzen. Und ein bisschen zusammengesackt. Aber ich denke, dass das im Gefrierschrank auf jeden Fall cooler aussieht und auch nicht irgendwie die Form verändert hat. Und ja, ich esse es jetzt mal auf. Ich wollte jetzt mal nur oder so gut wie nur Obst noch probieren. Ja, also das ist gut. Und ich freue mich schon auf das Eis, weil ich stelle mir das echt lecker vor. Jetzt gibt es noch die Eisverkostung. Es ist ein Tag später, es ist durchgefroren. Ihr seht hier auch ein paar coole Eiskristalle und ich hoffe, ich kriege das jetzt überhaupt mit dem Löffel ab. Ihr seht, viel habe ich nicht abbekommen, aber das, was ich abbekommen habe, hat geschmeckt. Und ich muss es jetzt einfach noch ein Stückchen auftauen lassen, dann esse ich es fertig. Aber als Fazit kann man sagen, es schmeckt gefroren und ungefroren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ein bisschen inspiriert. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.